Jetzt habe ich heute wirklich ein spannendes Thema für dich, und zwar geht es, im Grunde genommen geht es um die 10 Plagen beim Auszug des Volkes aus Ägypten. Aber ich werde das mal ein bisschen dir zeigen, wie diese ganze Aktion damals gelaufen ist, was da eigentlich alles drin gesteckt hat, zumindest so viel, wie ich daraus gekriegt habe. Weißt du, das kennt jeder von der, oder viele kennen das vom Kindergottesdienst, und da geht man dann so durch, naja, da waren da die Plagen und dann irgendwann war es dann genug und die konnten rausziehen. Wir sind uns gar nicht bewusst, was das für Katastrophen sind und was das von der heilsgeschichtlichen Bedeutung für uns für eine interessante Bedeutung hat. Also ich nehme dich da mal hinein und ich glaube, es wird dich segnen. Grundsätzlich ist es so, dieser Auszug aus Ägypten, Sigrid hatte ja schon davon gesprochen, also von der Not des Volkes, ja, wo die dann geschrien haben zu Gott und wo dann irgendwann Mose als Baby geboren ist, ja, die Zeit, wo er am Pharaonenhof war, dann irgendwo, wo er in der Wüste war, bis er dann kam, ja, und dann dieser Stress, diese Konflikte, die passiert sind, damit die überhaupt erstmal rauskamen, dann sind sie rausgezogen, dann gab es weiteren Stress, diese ganze Geschichte, inklusive der Wüstenwanderung, inklusive der Einnahme des verheißenen Landes, das ist ein riesiger Themenkomplex, der für uns von größter Bedeutung ist, weil da eine Fülle von geistlichen Wahrheiten und eine Fülle von ganz wichtigen Grundlagen für uns drin. Ich werde da gleich mal noch drauf eingehen. Heute möchte ich mich eben ganz konkret auf diese Plagen, diese Katastrophen fokussieren. Die findest du in 2. Mose 7 bis 12. Wirklich lohnenswert, sich das mal durchzulesen. 2. Mose 7 bis 12. Denn erst diese Katastrophen, die haben Israel überhaupt ermöglicht, rauszukommen, frei zu werden. Ja, das Volk Gottes war in dieses heidnische Ägypten, in die Welt eingebunden, unter dem Herrschaftssystem dieses Pharaos, der geistlich gesehen ein Bild für Satan ist, für den Teufel ist, ja, erbarmungslos, und der hat die Autorität und die Position und die Herrschaft gehabt. Und sie waren irgendwie, obwohl sie Gottes Volk waren, unter diesem Joch, ja. Und dann kam es eben dazu, dass diese Plagen kamen, diese gewaltigen, erschütternden, zerstörerischen Kräfte, die Gott freigesetzt hat. Und diese Erschütterung erst haben das Volk Gottes rausgeschüttelt geradezu aus diesem System. Ja, haben diese Versklavung, diese Abhängigkeit, diese Fremdbestimmung eben abschütteln können. Nur dadurch, ja, konnte das Volk Abrahams, Isaaks und Jakobs überhaupt in die Bestimmung kommen. Ohne die Katastrophen wäre es nicht möglich gewesen. Und diese Katastrophen sind extrem interessant. Wie gesagt, wir werden uns das gleich noch genauer anschauen. Es war notwendig, damit das Volk Gottes frei werden kann, um in die eigentliche Bestimmung hineinzugehen. Und das ist wirklich etwas, was für dich und mich heute gilt. Ne? Gut. Ja, und dieses Eingreifen Gottes hat dann auch dazu geführt, dass natürlich überhaupt Gott sich dem Volk offenbart hat, das Gesetz gegeben hat, die Stiftshütte gegeben hat und so weiter, und es überhaupt erst zum Volk Gottes wurde. Vorher waren es ja nur die Stämme und die waren unter dieser ägyptischen Fremdbestimmung. Man weiß gar nicht, wie die wirklich richtig drauf waren, wie weit die auch die ägyptischen Gottheiten da vielleicht angebetet haben, wie weit die im System drin waren und so weiter. Aber dadurch, dass sie rausgezogen worden sind, konnten sie Gott begegnen und konnten zum Volk werden. Ja? Also das Volk Gottes im Alten Testament verdankt seine ganze Existenz diesem Eingreifen Gottes in dieses ägyptische System, um das Volk rauszuholen. Eine ganz dramatische Konfrontation. Und die Heilige Schrift erinnert uns immer und immer und immer wieder daran, dass das geschehen ist. Ja, dass das etwas war, wo Gott eingegriffen hat. Ja, und dass er sein Volk mit großer Kraft und, wie es heißt, mit ausgestrecktem Arm aus Ägypten geholt hat. So lesen wir beispielsweise in 2. Könige 17, ab Vers 35. Ihr sollt nicht andere Götter fürchten, sondern Yahweh, der euch mit großer Kraft und mit ausgestrecktem Arm aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, ihn sollt ihr fürchten und vor ihm sollt ihr euch niederwerfen und ihm opfern. Ne? Er ist der Herr, immer wieder
Das liest du durch das ganze Alte Testament. Immer wieder der Herr, wo sie dann sagen, der hat uns aus Ägypten rausgeführt, der hat uns gerettet, der hat uns zum Volk gemacht. Durch ihn sind wir aus der Sklaverei rausgekommen. So, Gott hat damals also sein Volk aus dieser Gebundenheit rausgeholt und das System Ägypten brach dabei zusammen. Das werden wir gleich sehen. Ja? Sein Volk herausgeholt, herausgelöst, musste frei werden, ja? Herausgerufen. Wenn du dich mit dem neutestamentlichen Begriff Ekklesia auskennst, das heißt die Herausgerufenen, genau, aus dem Weltsystem. Und das finden wir damals schon. Er hat sein Volk rausgeholt aus diesem Ägypten. Ja, Ägypten musste hinter ihnen bleiben. Denn sie waren in dieses ganze System als Sklaven, als Geknechtete, wie verwoben. Ja, die kamen da nicht raus. Dieses heidnische, böse, unterdrückende System, diese satanische Ordnung war über ihnen und hat sie geknechtet. Und sie mussten frei werden und dazu musste der Herr eingreifen und es musste diese dramatischen Konfrontationen geben. Und ich sage dir eins, das ist genau das, was auch uns bevorsteht. Weil die Situation, die sie damals hatten, ist die gleiche Situation, die wir heute haben. Gott hat irgendwann eingegriffen und hat gesagt, es ist jetzt Zeit, dass meine Söhne und meine Töchter frei werden, dass sie herauskommen. Und dann hat er seinen Befreiungsplan mit eben Mose, nach ganz speziellen Vorgaben, in die Wege geleitet. Und weißt du was? Das war keine diplomatische Lösung. Das war nichts, was irgendwie verhandelt werden konnte. Das war nichts, wo es irgendwie um ein paar nette Diskussionen ging. Sondern es war von Anfang an eine glasklare Konfrontation. Mose erscheint auf der Bildfläche und der Stress geht los. Das allererste, was passiert, nachdem Mose und Aaron beim allerersten Mal beim Pharao waren und gesagt haben, hier, hör mal her, wir wollen eigentlich ein Fest feiern. Wir wollen in die Wüste gehen, um da dem Herrn ein Fest zu feiern. Das allererste, was war, ist, dass die ätzende, schwierige, problematische Situation sich noch verschärft hat. Sie wurde noch schlimmer, sie wurde noch ätzender. Ja? Das war das allererste, was passiert ist. Und das ist immer die Gegenreaktion der feindlichen Macht. Wenn das Volk Gottes aufsteht, dann erstmal ja runterdrücken, ja fertig machen, ja bedrücken. Ne? Und das war allerdings nur vorübergehend. Das hat nicht lang gehalten. Denn dann folgten diese 10 sehr bemerkenswerten, vom Mann Gottes, im Auftrag Gottes initiierten Katastrophen, ja, die tatsächlich, wie gesagt, das Volk befreit haben. Der Pharao, also Bild für den Teufel, hätte das Volk des Herrn niemals freigegeben. Niemals. Der war sogar bereit, wenn du dir die Story anguckst, sein eigenes Volk zu schädigen, die wirtschaftlich ins Chaos laufen zu lassen, sein Land, seine Herrschaft preiszugeben, aber das Volk Gottes wollte er nicht freigeben. Das wäre ihm nicht in den Sinn gekommen. Ja? Es widerstrebte völlig seinen Vorstellungen, seinen Plänen und Absichten, und selbst wenn es sein eigener Untergang sein sollte. Und genau das ist das Bild für den Teufel. Ja? Egal was ist, er will das Volk Gottes nicht freigeben, sondern wo immer er die Möglichkeit hat, eben weil Leute beispielsweise nicht in ihrer Identität und ihrem Bewusstsein, wer sie sind, in Christus leben, da versucht er sie zu unterjochen und zu bedrücken und irgendwie mit falschem Denken oder sonst was in einem Ägypten gefangen zu halten. So, die offene Konfrontation war notwendig, es gab keine andere Option damals. Und der Konflikt war echt aggressiv. Er war umfassend, er war anhaltend und er war so scharf, dass das System Ägypten anschließend erledigt war. Wir werden uns das gleich anschauen. Ja, also, es geht um Trennung, es geht um Absonderung, es geht um dieses Herausrufen, Separation von dem, was Gott wertvoll ist, seinem Volk und dem, was keine Relevanz hat für die Ewigkeit. Und das ist diese gefallene Welt, die letztlich vergehen wird. Gut. So viel zur Vorrede, zur Einführung. Und jetzt schauen wir uns mal diese 10 Plagen, wie wir sie in der Lutherbibel finden, diese 10 Katastrophen, sage ich. Das sind Katastrophen, ja, mal näher an. Diese 10 Plagen, das war ein noch nie in der Menschheitsgeschichte gesehener Showdown. Ja, ein nie gesehener Showdown. Das Leben für die Israeliten war ja völlig unerträglich.
Die waren erniedrigt, die waren ausgebeutet, die waren verachtet, die waren gequält. Und die waren das schon lange, seit Generationen. Und sie haben sich gefragt, soll das für immer so bleiben? Seit Generationen, solange sie denken konnten, lebten sie in Ägypten. Und die Großväter ihrer Großväter ihrer Großväter waren schon Sklaven in Ägypten gewesen und von den Ägyptern unterjocht und ausgebeutet geworden. Die kannten das nur so. Das System war so fest. Und so haben sie ihr armseliges Leben gelebt, als Volk Gottes, unter der Herrschaft dieser mächtigen, dieser kranken, bösen Obrigkeit, dieser satanischen Obrigkeit. Ja, es gab uralte Erzählungen, die kannte man ja. Ja, Geschichten von Abraham, Isaac und Jakob, natürlich. Und von Gott, ihrem Gott, der damals, vor Jahrhunderten, da hatte der eingegriffen. Da hatte der was gemacht. Der hatte die versorgt, der hatte sie beschützt, der hatte die gesegnet. Aber das war so weit weg. Das hatte doch mit heute nichts mehr zu tun. Ja, das war doch mit nicht gegenwärtig, war das ganz anders. Gott hatte damals gewirkt, aber heute, was war denn? Sie waren Sklaven, sie waren unterjocht. Ne? Das schien so weit weg zu sein. Heute war alles anders. Heute hatten sie andere Herren. Und die hatten andere Götter. Und diese Götter, die waren mächtig. Die waren mächtig. Die waren gewalttätig. Unter diesen Göttern war an Freiheit gar nicht zu denken. Die Götter der Ägypter, gewaltige, fürchterliche Götter. Häufig eine beklemmende Kombination von Mensch und Tier. Ja? Menschenkörper und ein Tierkopf, sehr häufig, Scheusale, abstoßend, schreckend einflößend, diese Götter, ja, die waren da und die bedrückten sie. Und dann war im Laufe der Jahre und Jahre und Jahre das Joch immer schlimmer geworden, immer schwerer, die Knute der Herrschenden immer brutaler, ja, immer unbarmherziger, die Unterdrückung wurde immer schlimmer. Und wie gesagt, wie Sigrid schon gesagt hat, vor Jahrzehnten schon hatten sie angefangen, die Kinder zu verfolgen, die Kinder umzubringen, die Kinder in den Nil zu werfen, ihren Nachwuchs, ihre Hoffnung, ihre Zukunft in den Nil zu werfen. Ja, und dann gab es im Volk natürlich unterschiedlichste Leute. Die einen haben gesagt, der Herr, unser Gott, wird was tun. Wir haben auch gebetet und er wird uns hier rausholen aus diesem Elend. Und die anderen haben gesagt, vergiss es doch, ihr mit eurem Gott, da wird doch nie was draus. Wir müssen mit der Realität, in der wir leben, irgendwie zurechtkommen. Ja? Und dann haben welche gesagt, der wird uns in ein verheißenes Land führen, was Abraham schon zugesagt hat. Ja, da kommen wir hin. Aber das sah so unrealistisch in ihrer momentanen Lebenssituation. Ja? Unter den Gegebenheiten, unter dem, was politisch verordnet war und wie die Spielchen da so liefen. Ja? Das war so unrealistisch. Und das System war so stark, die Kontrolle funktionierte, alles war super organisiert. Die Ägypter hatten ihre Denunzianten, ja, die hatten ihre Spitzel, die hatten ihre mächtigen Hexer, ja, die hatten ihre Zauberer und Okkultisten. All das System war doch da. Das Volk Gottes war da drunter, ja, in diesem Elend und dieser Bedrängnis. Und dann natürlich der Pharao, unbarmherzig. Weißt du, was der Pharao war? Der Sohn des Sonnengottes, so wurde er angesehen. Ja, ein gottgleicher Herrscher, der Sohn der Sonne. So haben die Ägypter ihren Pharao gesehen. Der war wie so ein gottgleicher, wie wir das auch bei den Römern teilweise hatten. Ne? Als Gott angebetet. Ne? Und da aus diesem festen, monströsen, betonharten System, wie sollten sie denn da rauskommen? Ist doch unmöglich. Freiheit schien Utopie zu sein, ja, verheißenes Land, totale Spinnerei, ne? Selbstbestimmung war schon kompletter Unsinn. Und in Begegnung mit diesem Gott, ja, wie sollte es denn dazu kommen, bitteschön? Ja, wie sollte denn das möglich sein? Das alles sah so unrealistisch aus, so nach spinnertem Wunschdenken. Ja, sie wussten, wir sind das Volk von unserem Stammvater, ja, von Israel. Aber wir haben keine Macht, wir haben keinen Einfluss, wir haben keinen Fürsprecher. Wir sind Arbeitssklaven, die man gerade so überleben lässt in diesem System. Und diese Leute hatten keinen Zugang zu den Instrumenten der Macht. Zu Waffen, zu Einfluss. Nein, das war in den Händen von anderen. Und es sah ganz so aus, als würde es für immer so bleiben. Und so ganz anders ist die Situation heute auch nicht. Und dann auf einmal tauchte dieser Mose auf. Aaron war ein respektierter Führer, der Ältester des Volkes, ja, und der taucht auf einmal da mit seinem Bruder
Mose auf, 3 Jahre jünger, der war verschollen gewesen. Und von Mose wusste man, ja, da gibt es geheimnisvolle Geschichten. Mose, ja, der war am Pharaonenhof irgendwie aufgezogen worden. Der kannte die höfische Sprache, der kannte diese ganzen Gepflogenheiten, der kannte das Zeremoniell, der wusste, was politisch korrekt war, wie man sich da auf diesem Parkett benehmen musste und so weiter, wusste, was man tut und was man nicht tut. Aber dann gab es da irgendwann mal vor Jahrzehnten so einen Mord. Und irgendwie war der dann verschwunden und man hatte wohl gedacht, den hat man beseitigt. Und auf einmal war er wieder da. Ja, jetzt war er auf einmal wieder da und machte sich zum Sprachrohr der Unterjochten, des unterjochten Volkes. Das war auch für die Israeliten sehr, sehr sonderbar. Taucht da irgendein längst vergessener Typ aus der Wüste aus und sagt, ach übrigens, Gott hat mir was gesagt, folgt mir mal alle nach, wir machen jetzt mal einen hier auf Revoluz. Da mussten auch bei ihm einige Hürden genommen werden, dass das Volk gesagt hat, wir glauben dir. Und das war, wenn du nachliest, mit übernatürlichen Zeichen schon verbunden. Er musste übernatürlich zeigen, hier, Gott bestätigt das. So, und dann hat tatsächlich Mose mit Aaron, ja, Mose wie aus dem Nichts auf einmal aufgetaucht, eine Audienz beim Pharao bekommen. Das war nur für sich schon ein Wunder, ne, für diese Sklaven. Ne? So, aber was wollte dieser Mose denn überhaupt? Was hatte der Mann denn überhaupt vor, der da auf einmal so auftritt und sich zum Fürsprecher des Volkes macht? Kaum war der nämlich aufgetaucht und es gab das erste Meeting mit dem Pharao, gab es ja diesen Stress. Das gebeutelte, geschundene Volk hat erst recht dann auf den Deckel gekriegt. Jetzt kam es nämlich für das Volk zunächst mal zu einer Katastrophe. Ja, die Abgabenlast wurde extrem unbarmherzig erhöht. Es wurde schlimmer, es wurde viel, viel schlimmer, als es vorher schon war. Und vorher war es schon blöd. Aber jetzt wird es noch blöder. Ja? Das war ein wirklich entsetzlicher Schlag. Und da lesen wir in der Bibel 2. Mose 5, Vers 6. Und der Pharao befahl am gleichen Tag, also wo Mose und Aaron bei ihm gewesen sind, den Antreibern des Volkes, und seinen Aufsehern, ihr sollt dem Volk nicht mehr wie bisher Häcksel zur Anfertigung der Ziegel liefern. Die sollen selbst hingehen und sich Häcksel sammeln. Das klingt so klein, das klingt so leicht. Das war eine der Grundressourcen, die sie brauchten. Ja, und auf einmal hat man gedacht, die müsst ihr euch selber besorgen. Das war ein Monsterjob. Ja, das war fürchterlich. Das hat ihre Last um ein echt extrem erhöht. Aber ihr sollt ihnen dieselbe Anzahl Ziegel auferlegen, die sie bisher angefertigt haben. Ihr sollt nichts daran kürzen, denn sie sind faul. Die Arbeit soll schwer auf den Männern lasten. Das ist das, was der Feind macht. Schwere Last auf das Volk Gottes. Ja, die müssen schuften, die müssen knechten, die dürfen nicht hochkommen. Die dürfen gar nicht erst auf den Gedanken kommen, den Kopf zu erheben. Ja? So war diese Situation. Und das Volk hat jetzt diese Last bekommen. Mose taucht auf und erstmal gibt es hier dieses riesige Problem. Das war unvorstellbar. Das war ja geradezu ein Fluch, haben die Leute gedacht. Wie konnte dieser eine Mann das ganze Volk nur so extrem schädigen? Was war da los? Die haben gedacht, wäre der doch nur nie gekommen, wäre doch weggeblieben. Ja? Und vielleicht haben manche im Volk ihn auch gehasst. Manche haben ihn verflucht. Ja? Denn der Mann war entschlossen, wild entschlossen und war bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Und eigentlich schien der die Konfrontation mit seinen Mächtigen oder mit den mächtigen Herrschern geradezu zu suchen. Der war richtig drauf aus, auf diese Konfrontation, weil Gott war in ihm. Ja? Er hat gesagt, der Gott der Väter der israelischen Stämme hat ihn beauftragt, diese aus Ägypten rauszuführen, in die Freiheit, ins verheißene Land. Punkt. Und manche haben gesagt, das ist wirklich von Gott. Haben ihm geglaubt. Und ich glaube persönlich, dass es einige gab, die haben gesagt, das ist ein Spinner. Das ist ein Fantast, der ist gemeingefährlich. Der hat dem Volk schon so viel geschadet, wer weiß, was er noch anrichtet. Ja, das kann ja noch viel schlimmer werden. War denn überhaupt Widerstand gegen Ägypten, war das denn überhaupt richtig? Das war ja auch die Obrigkeit. Autsch. War das denn richtig, sich dagegen zu erheben? Ja, in eine offene Konfrontation zu gehen? War das überhaupt verantwortbar?
Überleg mal, das war das System. Da hatten sie ihre Position. Ja, die war schlecht, aber die war ja so gegeben, seit Jahrhunderten. Und auf einmal kommt einer und sagt, jetzt proben wir einen Aufstand. Das soll von Gott sein. Aber Aaron, der hat sich zu ihm gestellt und hat gesagt, Leute, die Stunde der Befreiung naht. Wir müssen fokussiert bleiben. Und er hat, glaube ich, die Leute mitgerissen. Und viele haben gedacht, okay, egal was passiert, wir gehen mit dir. Aber selbst Mose hat an dieser ersten Entwicklung mit dieser zunehmenden Bedrückung für das Volk, hat er echt zu knabbern gehabt. Da lesen wir in 2. Mose 5, Vers 23, betet er und sagt zu Gott, seitdem ich nämlich zum Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er an diesem Volk übel gehandelt. Aber gerettet hast du das Volk keineswegs. Also Mose war da schon immer kernig, ne, in der Art, wie er mit Gott gesprochen hat. Das ist sehr interessant, wenn du dir das mal anschaust, so in der Kommunikation. Das lief schon ganz herzhaft, ne? Und Gott hat sich das sagen lassen. Der hatte keinen Stress damit. Ja? Der hat das angenommen und hat gedacht, okay, warte mal ab, kriegen wir. Denn sehr, sehr, sehr kurz drauf kam der Tag, an dem Mose wieder beim Pharao war. Und das sollte ein denkwürdiges Treffen geben. Ja, der ist nämlich hingekommen, hat ganz unerschrocken seine Forderung wieder vorgetragen, dass Gott wolle, dass das Volk ihm ein Fest feiert, und zwar in der Wüste. Und dann lesen wir in 2. Mose 7, ab Vers 10, da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und machten es so, wie Jahwe geboten hat. Das ist schon mal gut, ne? Der Herr hatte ihnen schon mal gesagt, wie das Ding laufen soll. Er hat gesagt, wie das funktioniert. Und die waren gehorsam. Aber ich sage dir eins, das, was sie gemacht haben, war nicht politisch korrekt, ne? Die waren dem Herrn gehorsam, nicht dem System. So, Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und vor seinen Hofbeamten hin und er wurde zur Schlange. Da rief auch der Pharao die Weisen und Zauberer und auch sie, die Wahrsagerpriester Ägyptens, machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten und sie warfen jeder seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Also zunächst mal ist hier interessant, man denkt immer, das wären zwei gewesen, oder ich habe das zumindest immer gedacht, dass es zwei Zauberer gewesen sind. Wahrscheinlich, weil im Neuen Testament einmal die Bezeichnung Jannes und Jambres vorkommt, wo die mit bezeichnet werden. Aber hier steht das nicht. Hier heißt es, die Weisen, die Zauberer, die Wahrsagerpriester Ägyptens und jeder hat seinen Stab hingeschmissen. Also dieses Ding mit dem Stab, irgendwie in diesem okkulten Bereich ging das. Das konnten die nachmachen. Gut, die Schlange von Aaron hat diese anderen Stäbe da verschlungen. Ja, und hier heißt es ja interessant, Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Ne? Also man kann sich das gar nicht richtig vorstellen, was da passiert ist. Aber dadurch, dass diese Schlange jetzt da nicht, wie soll ich mal sagen, der Einzelfall war bei Aaron und Mose, sondern seine eigenen Leute das nachmachen konnten, hat er nur drüber gelacht. Hat gelacht und hat dieses übernatürliche Zeichen nicht ernst genommen. Weil konnten seine Leute auch. Also bitte, wenn ihr nicht mehr zu bieten habt als das. Ne? Es konnte ihn nicht beeindrucken. Seine gefürchteten Hexer konnten das auch. Jetzt musst du dir bewusst sein, Ägypten, das basierte, das ganze System basierte auf okkulten Kräften. Ja? Es basierte auf Zauberei, es basierte auf Unterjochung, es basierte auf Manipulation, Hexerei. Satan an der Spitze und dann ging das durch. Und die Leute, die er hatte, die sein System, sein widergöttliches System, ja, mit diesem heidnischen Sonnengott und so weiter unterstützt hatten, das waren diese Hexer, diese Okkultisten, die das System gebaut haben, stark gemacht haben, untermauert haben. Seine Schreckensherrschaft. Ja? Dieses ganze System. Und von daher kam es zu dieser Konfrontation mit diesen Kräften. Das ist völlig logisch. So, und der Mose 80-jährig und der oder Aaron 83-jährig, die sind ganz unerschrocken in dieses Ding rein, haben sich da auch von den ganzen Hexern und Wahrsagepriestern überhaupt nicht beeinflussen lassen und sind im offenen Konflikt einfach weitergegangen.
hätten sie ja auch nicht tun brauchen. Hätte ja sagen können, okay, also ja, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie wir uns gedacht haben. Der hätte ja eigentlich monstermäßig beeindruckt sein müssen, war er nicht. Ach, Hilfe, Hilfe, die konnten das auch. Ja, jetzt können wir aufgeben. Nein, die haben ihr Standing gehabt und haben gesagt, okay, da konnte der Feind noch mit, gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter, weil Gott hat ihnen gesagt, was zu tun ist. Da taten Mose und Aaron, wie Jahwe geboten hatte. Und er erhob den Stab, nämlich diesen Schlangenstab, ne, und schlug vor den Augen des Pharao und vor den Augen seiner Hofbeamten auf das Wasser im Nil. Da wurde alles Wasser, das im Nil war, in Blut verwandelt. So, das war schon nochmal eine andere Kategorie. Aber wann ist es sehr interessant, wenn wir weiterlesen. Aber die Wahrsagepriester Ägyptens machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten. Ihr müsst euch mal den Schwachsinn vorstellen. Da gibt es jetzt Mose und Aaron, die Katastrophe auslösen. Und die kommen und sagen, also das können wir auch. Die Katastrophe können wir noch verstärken. Wir machen das genauso und wir machen noch mehr Blut. Ja? Das heißt, die haben, um zu zeigen, dass sie da mithalten können, haben sie die Katastrophe für ihr Volk noch mehr verstärkt. Also das ist wirklich ganz verrückt. Lies den 2. Mose 7, Vers 20. Grundsätzlich war Folgendes. Noch niemals hatte es jemand gewagt, das ägyptische System so offen, so unerschrocken, so kühn herauszufordern. Hier ging es um Leben und Tod. Ja? So, und das Ergebnis von dieser Konfrontation mit diesem Blut, diesem Wasser, was im Blut wurde, hatte entsetzliche Konsequenzen. Damit ging das ganze Ding jetzt richtig los. Das war für die Ägypter entsetzlich. Und nicht nur für die Ägypter. Auch die israelischen Stämme, die ja im Nildelta, im Land Goschen waren, war das auch fürchterlich. Weil das Wasser wurde zu Blut oder zu irgendwie etwas, weil die Bibel, wo die Bibel sagt, das erinnert an Blut. Ja? So, das heißt, die Israeliten waren jetzt in dieser Bedrängnis, die sie schon hatten, dieser Sklaverei und jetzt schon mal diese Elend mit dem Häcksel und dieser Bedrückung und der Not und jetzt war das Wasser auch noch versaut. Also ihre Situation wurde noch schlechter, als sie eh schon war. Das Ganze hatte für sie auch einen wirklich extrem ätzenden Aspekt. Ja? Ihr Leiden, ihr Elend wurde noch verstärkt. Ne? Das Leben wurde noch mehr zur Qual und vielleicht gab es noch mehr Stress hinsichtlich Mose und Aaron, was die da eigentlich machen. Ja? Denn hier hat man ja den Nil attackiert. Nun, das können wir uns heute hier als Mitteleuropäer nicht so vorstellen, welche Bedeutung der Nil für Ägypten vor allen Dingen damals hatte. Ja? Seit Jahrtausenden die Lebensader, die einzige Lebensader, ja, des ägyptischen Volkes. Das war der große Lebensspender. Der wurde auch so verehrt, der wurde auch angebetet. Da gab es Hapi, das war der Geist des Nils, ja, der verehrt wurde. Ne? Da gab es die Lebensspenderin Isis, die auch damit in Verbindung war, die Göttin des Nils, hochgeachtet. Ja? Und dann viele, viele kleinere und größere Götter in jeder Stadt und jedem Ort von diesem zutiefst abergläubischen Volk. Und diese Lebensader, diese wichtige, wichtige zentrale Lebensader verfärbte sich jetzt in Blut bzw. blutrot. Ja? Das Wasser war ungenießbar, das war ekelhaft. Die Fische starben, die trieben zu Hunderttausenden an der Oberfläche, ja? Die verwesten, an die Ufer wurden die geschwemmt. Es stank alles, es war widerlich, es war so richtig ekelhaft. Überall. Ja, und eben auch da, wo die Israeliten waren. Ne? Die Lebensgrundlage, die wichtigste, versaut. Die Tiere, die da drin waren, gestorben. Ja? Und wie gesagt, Goschen nicht ausgenommen. Das Volk der Ägypter litt entsetzlich und die Israeliten auch. Ja? Jeder war erschüttert, die Ägypter und auch die Israeliten. Was machte denn dieser Mose? Moment mal, was ging denn hier ab? Das war ja entsetzlich. Das sollte das Werk Gottes sein? Wie bitte? Das sollte das Werk Gottes sein? So sollte die Rettung funktionieren? Mit so einer Bedrängnis, solchen Katastrophen, solcher Schwierigkeiten? Ich glaube, einige haben gesagt, das ist ein Wahnsinniger, das ist ein religiöser Spinner, der treibt uns in den völligen Ruin. Sagt die Bibel nicht, aber ich könnte mir das gut vorstellen.
Weißt du, die Tiere, die im Wasser lebten, die starben, die verendeten. Oder diejenigen, die konnten, die kamen eben an Land. Was weiß ich, Krokodile, Flusspferde, Wasserratten, was da eben so war. Ja, und eben auch Amphibien. Die Bibel berichtet von Fröschen. Die Frösche, die lebten da, im Lebensbereich war der Uferschlamm da, ja, und die kamen an Land. Millionen, Millionen von Fröschen, so schreibt es die Bibel. Ja, der Uferschlamm war verseucht und die kamen an Land. Da sind sie verendet. Ja, die waren überall, wirklich überall. Eine Froschplage, ja, wo man nur hinsah. Und die starben dann. Und dann, wo die waren, verrotteten die. Jetzt stank nicht nur das Wasser, jetzt stank auch das ganze Land. Es war total abartig. Ja. Überall in ganz Ägypten war Verwesungsgestank. Das Land war in Verwesung eingebettet, eingehüllt. Und da ist es interessant, dass es eine Gottheit gibt, das ist die Göttin der Gebärenden. Die Göttin der Gebärenden, Heket, auch die große Zauberin genannt, hochverehrt von den Ägyptern, die hatte den Kopf und das Angesicht eines Frosches. Aha, die Göttin der Gebärenden. Vorhin von Sikret hatten wir doch von den Hebammen gehört. Die Kinder sollten in den Nil geworfen werden und da sterben. Und genau der Nil verfärbte sich blutrot. Ja, was hatte das zu bedeuten mit dieser Gottheit, mit diesen Fröschen, mit diesen abstrusen Situationen? Denn die Nilschwämme, wenn die kamen im Frühling, das brachte eben diese Fruchtbarkeit. Und das brachte auch dann die Frösche, ja, die dann eben da herangewachsen sind. Ne? Und genau in diesem Nil hatte man die Kinder geworfen. Hatte was damit zu tun? War da eine Absicht dahinter? Was geschah hier gerade? Ich glaube, die Leute haben sich gefragt, was passiert hier gerade? Was ist das? Hier ist irgendwie, sind wir in eine Situation hineingetreten, da läuft was ab, wir sind alle eingebettet, aber irgendwie merken wir, Hilfe, hier ist eine ganz komische Richtung drin. Kurz darauf kam es zur nächsten Plage. Da jetzt die Fische und Amphibien natürlich verendet waren, konnten im Wasser, also Insekten, ja, sich extrem vermerken, insbesondere Stechmücken in ungeahntem Ausmaß. Ja, und nicht nur das, sondern Mose und Aaron haben das ägyptische System noch konfrontiert und haben sogar Mücken aus dem Staub des Bodens entstehen lassen. Das haben die Okkultisten nun auch versucht. Und da konnten sie nicht mehr mit. Und sie mussten anerkennen, dass sie hier eine Macht haben, die größer war als ihre. Und dass sie hier jemandem gegenüberstanden, der eine größere Autorität repräsentierte, als sie es repräsentiert haben. Und dann sagten die tatsächlich, das kannst du lesen in 2. Mose 8, Vers 15, da sagten die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Das war schon mal die erste Erkenntnis. Dass die Hexer und Okkultisten nicht mitkommen konnten, war ein Schock für die Ägypter. Ein Schock. Das war nämlich ein gigantischer Schlag gegen ihr festgefügtes System, dieses Schreckensystem. Ja? Auf einmal war da jemand, der nicht nur gleichmächtig war, sondern sogar mächtiger. Das ging direkt gegen diese Hexer des Pharaos und gegen dieses System der Unterjochung. Und nicht nur das, dann gab es auch noch den Gott des Bodens, Sepis, der hatte jetzt durch diesen Staub auch nicht sein Volk geschützt vor diesem Übel. Ja? War der etwa auch machtlos gegenüber diesem Mose und dem Gott, den Mose vertrat? Unter diesen Mücken litten die Ägypter und die Israeliten. Auch da war das noch bei den Israeliten oben in Goshen mit diesen Mücken. Es war unerträglich. Das Leben war wirklich eine Qual. Ja, die Bedrückung war nochmals stärker geworden. Aber für sie sollte sich nach dieser Mückengeschichte das Blatt wenden. Der nächste Schlag, den Mose ausführte, richtete sich gegen die Gottheit Uat-Chit. Der wurde durch die Stechfliege repräsentiert. Ja, die hatten Hunderte, wenn nicht Tausende von Gottheiten, und du hast für alles und jedes, hast du irgendwelche kleineren oder größeren Götter. Ne? Und diese kamen nach den Mücken in unvorstellbaren Massen. Ja? In Massen.
Die tauchten plötzlich auf und sie machten das Leben wirklich, wirklich, wirklich zur Qual. Und dann auf das Wort dieses inzwischen sehr gefürchteten Mannes Gottes verschwanden die hin auch urplötzlich wieder. Und da heißt es in der Bibel tatsächlich, 2. Mose 8, Vers 20, so wurde das Land von den Stechfliegen verheert. Das fand ich eine interessante Formulierung. Diese Insekten hatten die Kraft, das Land zu verheeren. Verheeren heißt ja, da ist ein Heer durchgezogen, ja, also in der Kraft eines Heeres, was wirklich, ja, das Land eben verheert. Das war eben nicht was Kleines, wo, ja, man unangenehme Insektenplage war, sondern das war etwas Verheerendes, was etwas Katastrophales war. Doch diesmal war die Region Goshen von der Plage verschont geblieben. Nur die Ägypter wurden damit konfrontiert, nicht die Israeliten. Und so sollte es ab jetzt bleiben. Denn Gott hatte selbst durch Mose zum Pharao Folgendes gesagt. 2. Mose 8, Abvers 18. Ich werde aber an jenem Tag das Land Goshen, in dem sich mein Volk aufhält, besonders behandeln, so dass dort keine Stechfliegen sein werden, damit du erkennst, dass ich, Yahweh, mitten im Land bin. Hey, das war das Land vom Pharao. Er war der Sohn des Sonnengottes, hochverehrt, das war sein Ding. Und Gott sagt, ich bin jetzt mal hier auf der Bildfläche erschienen, ich bin mittendrin. Ne? So, und dann dachte er, und ich werde einen Unterschied setzen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Morgen wird dieses Zeichen geschehen. Okay, dann ging es weiter. Der Pharao verstockt, war nicht bereit, es ging ein Schlag nach dem anderen. Der nächste Schlag ging gegen die wirtschaftliche Kraft Ägyptens. Bis jetzt war das eher nur so Qual. Ich meine, mit dem Sterben von den Fischen und so weiter, das war schon fürchterlich, aber es war viel mit Qual. Aber jetzt ging es wirklich an die Substanz. Wirtschaftliche Kraft Ägyptens. Denn das Vieh oder ein sehr großer Teil des Viehs verendete auf den Feldern. Vielleicht waren sie von den Insekten infiziert. Vielleicht waren sie von den überall verwesenden Viehzeug und Getier infiziert. Weiß ich nicht. Ja? Aber auf jeden Fall war es so, dass die auch starben. Vielleicht hatten sie auch das verseuchte Wasser getrunken. Keine Ahnung, auf jeden Fall starben die. Das Vieh der Ägypter starb, und zwar in Scharen. Überall waren jetzt die veränderten Kadaver von diesen Haustieren auch noch. Ja? Der entsetzliche Gestank nahm zu. Und ich glaube, dass diese Plage einen großen Teil der Lebensgrundlage der Ägypter komplett vernichtet hat. Und es hat sie tief, tief, tief getroffen. Denn sie hatten eine Fülle von Stier- oder Kalbsgottheiten. Also wirklich, die gab es überall. Ja? Rinder oder Kälber wurden überall angebetet. Denk mal an das goldene Kalb, was die Israeliten später gemacht haben. Ja, das hatten sie aus Ägypten mitgenommen, ne? Vom Bewusstsein her. Da gab es Apis, den Stier des gewaltigen Gottes Ptah. Ja? Da gab es eine überaus mächtige Muttergottheit mit dem Kuhkopf, die hieß Hathor. Ja? Der Stier war das Symbol der Stärke Ägyptens. So, jetzt war der Fischreichtum verschwunden. Ne? Jetzt waren die Lebensmittelvorräte durch viele diese Frösche und das Viehzeug verunreinigt. Jetzt starben die Herden auf den Feldern. Also langsam wurde es wirklich gefährlich. Hungersnot drohte und Verarmung setzte ein. Und wie gesagt, es traf wieder nur die Ägypter. 2. Mose 9, 3-4. Dann wird die Hand Jahwes über dein Vieh kommen, das auf dem Feld ist, über die Pferde, über die Esel, über die Kamele, über die Rinder, über die Schafe, eine sehr schwere Pest. Aber Yahweh wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, sodass von allem, was den Söhnen Israel gehört, nicht ein Stück sterben wird. Es gab diesen Unterschied zwischen dem Volk Gottes und dem System der Welt. So ging es weiter. In der Konfrontation mit dem hartherzigen Pharao kommt jetzt die nächste Plage. Ja, und jetzt geht es direkt an den Menschen. Jetzt geht es an ihn, an die Bevölkerung. Und zwar an alle. Niemand blieb ausgenommen. Sogar die okkulten Typen am Pharaonenhof nicht. Die haben nämlich auch das bekommen, was jetzt kam, nämlich diese Geschwüre. Ja, diese Geschwüre. Mose und Aaron haben auf Gottes Geheiß hin Ruß genommen und in die Luft geworfen.
Und eine entsetzliche Krankheit mit Geschwüren breitete sich überall aus. Die haben Schmerzen gehabt, unerträgliche Schmerzen, die Leute. Und auch da gab es ja Gottheiten, ne? Sekhmet, die Göttin, die gegen Krankheiten angerufen worden ist, hat nicht geholfen. Isis, ja, hatten wir schon mal, die hat auch nicht geholfen. Dann gab es einen, Sunu, ja, das war der Gott, der das Volk der Ägypter vor Seuchen schützen sollte. Der war als machtlos bloßgestellt. Alle Gebete, alle Opfer, alles, was sie gemacht hatten, hat nichts geholfen. Sie hatten da durchzugehen, durch diese Krankheitsphase. Und das war jetzt natürlich alles ganz schön dicke für die Ägypter. Die waren bis vor kurzem noch so stolz, so gesettelt in ihrem System. Und jetzt waren sie zutiefst irritiert, zutiefst demoralisiert und sie haben gelitten. Sie haben entsetzlich gelitten. Denn sowas hatte man ja noch nie gehört. Noch niemals. Und sie haben sich gefragt, ist das ein Kampf der Götter, was hier stattfindet? Ja, offensichtlich. Ne? War dies der Untergang ihrer Zivilisation? Sie haben gesagt, was passiert denn hier überhaupt? Was läuft denn hier gerade? Ne? Doch, es sollten noch vier weitere Plagen kommen. Und diese Plagen, diese Katastrophen sollten die zentrale Versorgung durch die Landwirtschaft, die Wirtschaft, ja, die Versorgung noch mehr schwächen und das Land regelrecht ausbluten. Regelrecht ausbluten lassen. Zunächst mal gab es einen Hagel, wie man ihn noch nie erlebt hatte. Der Hagel hat wirklich einen lebenswichtigen Teil der Ernte zerschlagen, hat alle Leute, die draußen waren, und alles Vieh, was draußen war, erschlagen. Da gab es noch mehr Kadaver draußen, ne? Sind zu Tode gekommen. Und wieder hatten all die Götter, die man zum Schutz angerufen hat, zum Schutz der Ernte, ja, hatten keine Macht, die Zerstörung aufzuhalten. Da gab es Shu, den Gott der Atmosphäre. Ja, mit Hagel, mit Atmosphäre hat was zu tun. Oder Nut, die Himmelsgöttin. Ja? Osiris, den Gott der Fruchtbarkeit und der Ernte. Seth, ein Gott, der als Beschützer der Ernten da war. Die alle wurden bloßgestellt vor dieser verheerenden Katastrophe. 2. Mose 9, Vers 25. Und der Hagel schlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war. Alles. Vom Menschen bis zum Vieh, auch alles Gewächs des Feldes zerschlug der Hagel. Alle Bäume des Feldes zerbrach er. Nur im Land Goschen, wo die Söhne Israel waren, fiel kein Hagel. Und das hatte dann schon zu Konsequenzen. Jetzt waren die Tiere, die noch draußen gewesen sind, die sind jetzt auch noch umgekommen. Leute, die draußen waren, sind umgekommen. Es wurde wirklich, 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 wie soll ich mal sagen, lebensbedrohlich hier für die Ägypter. Und dann war es so, dass die Bibel uns berichtet in 2. Mose 10, Vers 7, da sagten die Hofbeamten des Pharao zu ihm, wie lange noch soll uns dieser Mann zur Falle sein? Erkennst du denn noch nicht, dass Ägypten verloren ist? Wow! Seine eigenen Leute sagen zum Pharao, erkennst du nicht, was hier läuft? Wir sind verloren, wir haben keine Chance. Ja? Sie wollten ihn dazu bringen, einzulenken, aber er war halt verstockt. Er hat keine Bereitschaft gezeigt. Aber aufgrund dieses Redens von den Hofbeamten hat er zumindest Mose nochmal an den Hof gerufen. Ja? Und Mose hat aber auf seinen Forderungen beharrt, hat genau gesagt, was er will und was er haben möchte. Und für den Pharao waren diese Forderungen zu groß, zu drastisch, zu unverschämt. Ja? Und wieder kam es da zum Konflikt. Mose hat nicht beigegeben. Ja? Hat nicht gesagt, okay, lass uns mal reden, wir machen so eine diplomatische Lösung, wir gucken mal wie. Nein, der war einfach fest, weil er wusste, was Gott gesagt hatte und er war nicht bereit, irgendwelche faulen Kompromisse einzugehen, was so vielen Menschen so leicht fällt. Ja? Es kommt wieder zum Konflikt, ja? Weil der Pharao nie und nimmer bereit war, die Sklaven ziehen zu lassen. Und dann heißt es, 2. Mose 10, Vers 11, man jagte sie vom Pharao hinaus. Man jagte sie hinaus. Ja, da wussten diejenigen unter den Hofbeamten, die ein bisschen Grips in der Birne hatten, die wussten, okay, jetzt wird's brisant. Denn was dann folgte, hat die letzte Hoffnung der Ägypter begraben. Die letzte Hoffnung. Ja, also die Tiere waren zum großen Teil verendet, das Wasser war versaut,
die Ernte, also die Lebensmittelvorräte waren verdorben in großer Zahl. Und jetzt kam das absolute Fiasko. Nie gesehene Schwärme von Heuschrecken überfluteten das Land. Und wir haben ja gerade in Nordostafrika dieses Problem mit diesen Heuschrecken wieder. Riesige Heuschreckenschwärme, wo man gedacht hat, die hat man schon längst im Griff, die auf einmal wieder auftauchen und die wirklich die Ernte vernichten und die auch die Grünflächen vernichten, sodass also auch für die Herden, für die Tiere, ja, für die Nomaden nichts da ist. Eine unvorstellbare Katastrophe. Diese Heuschrecken, die gab es damals in einem unvorstellbaren Maß. Die Bibel sagt, sie vernichteten alles, was grün war. Ja, wir hatten gelesen, dass die Bäume zerstört waren, dass die Ernte zerstört war und dass wirklich entsetzliches Elend schon war. Und jetzt kamen die noch über das Land geflutet und alles, was grün war, haben die aufgefressen. Heißt, das gesamte Land war völlig kahl. Die haben das Land im Grunde genommen zu einer Wüste gemacht. Ihr müsst euch ein bisschen da reindenken, wie die Situation für die Ägypter war. Wie die darunter gelitten haben, was da passierte. Ihre Lebensgrundlage war komplett geschrottet. Das Leben war innerhalb weniger Monate zu einer entsetzlichen Qual geworden, weil dieser Mose aufgetaucht war und der Pharao in diesem Konflikt nicht bereit war, Moses Forderungen darauf einzugehen. Sie waren zutiefst getroffen und sie waren im Bewusstsein einer gewaltigen, drohenden Hungersnot. Ja? Und dann hat sich der Pharao nochmal an Mose gewandt. Ja? Und hat gesagt, gebiete dieser grausamen Plage Einhalt. Und wieder hat Mose gebetet und Gott hat eingegriffen und ja, die Plage wurde dann irgendwie abgewehrt. Und wieder war ihr eigener Gott. Es gab eine Schutzgottheit gegen Heuschrecken bei den Ägyptern. Serapis. Diese Schutzgottheit war offensichtlich unfähig, ja? Konnte nichts bewirken. Weißt du, ich habe in der Beschäftigung mit der Thematik festgestellt, es gibt von der wissenschaftlichen Seite her mindestens zwei Erklärungen, was da abgelaufen ist. Das eine geht von extremen Hochwassern im äthiopischen Hochland aus, was den Nil dann speist und so weiter. Was da entsprechende Auswirkungen hatte, wo dann irgendwelche Algen mit runtergespült worden sind und so weiter, was tatsächlich Vergiftungen im Wasser dann hervorgerufen hat und wo das tatsächlich alles schlüssig erklärt werden kann. Das andere ist etwas ganz Interessantes, das ist der Ausbruch des Vulkans auf Santorin, der im Grunde genommen da, ich sag mal, in die Luft geflogen ist und unvorstellbare Auswirkungen mit Aschewolken und sonst was hatte, was auch wissenschaftlich das erklären kann. Sei es, wie es gewesen sein mag. Ja? Aber selbst die Wissenschaft sagt schon, okay, also von der Abfolge, ja, von dem Wasser, was dann auf einmal rot ist und von den Fröschen und von den Viechern, also Fliegen und so weiter, das ist alles nachvollziehbar. Ja, das ist, kann alles erklärt werden, bis zu diesem Punkt mit den Heuschrecken. Kann das alles wissenschaftlich erklärt werden. Ob das so war oder nicht, ist für mich unrelevant. Wenn die Bibel das berichtet, dann nehmen wir das, was die Bibel sagt. Ja, auf jeden Fall. Aber hier ist es eben so, dass, ach so, und die haben gesagt, die Abfolge von diesen Katastrophen, das sind etwa 9 Monate. Das ist also ein relativ überschaubarer Zeitpunkt. Und dann war es jetzt Frühling geworden. Frühling geworden. Doch jedermann in Ägypten wusste, dass eine entsetzliche Zeit voller Hunger, voller Entbehrung, voller Mangel und voller Tod bevorstand. Ja, es war eine Zeit, wie sie in all den uralten Legenden, die da hatten, ja, und Erzählungen noch nie berichtet worden war. Was konnte es noch Schlimmeres geben? Trauer hat das ganze Land und überzogen und Furcht hat das ganze Land überzogen. Und dennoch hat dieser unbeugsame Herrscher sein Wort wiedergebrochen und dennoch hat Mose wieder ein hartes Gerichtswort über die heidnische Nation ausgesprochen. Aber diesmal war es anders. Komplett anders. Ganz anders. Diese Plage griff jetzt viel mehr als alles andere zuvor den Glauben an. Den Glauben, das religiöse System. Diese Plage richtete sich gegen das gesamte gesellschaftliche, politische und wie gesagt religiöse System Ägyptens. Denn Re, der Sonnengott, ja, der war es ja, der dem Pharao Autorität und Position verlieh. Ja, der war ja der Sohn der Sonne, ne? Anbetungswürdig.
Es gab übrigens einen ganzen Haufen von irgendwelchen Göttern, die mit der Sonne zu tun hatten, ne? Und mit dem Firmament und so weiter. Da gab es beispielsweise Horus, ja, einen falkenköpfigen Gott, ne? Und also dieses ganze Thema Sonne war und Sonnenanbetung war für die Ägypter eine Riesennummer. Und dann kam etwas, was man noch nie gehört hatte, was man nie gesehen hatte, was keiner überhaupt nicht hätte ausdenken können, nie erahnt hatte. Es kam eine Finsternis. Es kam eine entsetzliche Dunkelheit. Nun, was haben die Leute gedacht, als die Sonne nicht aufging? Die haben gedacht, das Ende der Welt ist gekommen. Die haben gedacht, jetzt hat, wer auch immer, Mose das Ende der Welt eingeläutet. Ja? Die Sonne ging nicht mehr auf. Sie hat ihren Lauf über das Firmament nicht mehr gezogen. Der Tag kam nicht. Das war der entscheidende Schlag gegen ihre mächtigsten Götter. Die mächtigsten Götter der Ägypter waren besiegt. Und die Macht des Pharaos, des Sohns der Sonne. Ich persönlich glaube, dass es sehr, sehr kalt wurde, auch weil die Sonne nicht da war. Ja? Keiner konnte das Haus verlassen, keiner konnte irgendwas tun, keiner war in der Lage, irgendwas zu machen, weil keiner was sehen konnte. Es lief gar nichts. Ja? Voller Schrecken hat das ganze Volk gewartet. Auf was hat es denn gewartet? Aufs Ende. Aufs Ende der Welt, was auch immer da kommen sollte, wie auch immer das aussehen würde. Ich glaube, überall herrschte Entsetzen, Wehschrei, Wein, Schockstarre. Aber es war nicht das Ende. Nach 3 Tagen Finsternis stieg die Sonne am Himmelsgewölbe wieder auf. Aber zurück blieb ein Volk, das war bis in die tiefste Faser ihres Seins, waren die erschüttert, waren die desillusioniert. Die hatten jedes Vertrauen auf die Kraft ihrer Götter und ihrer Götzen verloren. Es war so, als ob der Gott, den dieser Mose vertrat, all ihre Gottheiten verhöhnt hatte, bloßgestellt hatte, niedergerissen hatte. Und weißt du, was die Bibel sagt? In 2. Mose 12, Vers 12, da sagt Gott, an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Ich, Yahweh. Gottes Absicht war, diese Gottheiten der Ägypter bloßzustellen, ein Strafgericht über sie zu geben. Das war Teil des Plans. Die verunsicherten, traumatisierten Ägypter, die hatten jetzt das Vertrauen an die Kraft ihrer Götter verloren, hatten auch die Vertrauen und den Glauben an die Weisheit ihres gottgleichen Herrschers, des Pharaos, verloren. Der hatte sie ja nicht geschützt, der hatte sie ja in dieses Elend geführt. Die Zukunft sah entsetzlich aus. Ja? Die Menschen hofften nur eins, dass der endlich diese Israeliten ziehen lassen würde. Ja? Egal, was es kostet, die mussten weg. Denn was sollte denn noch Schlimmeres kommen? Es konnte ja nur noch der Tod kommen. Und das war das, was dann passierte. Dieser zutiefst verstockte Herrscher führte sein Volk in dieses letzte Fiasko hinein, die zehnte Katastrophe, die 10. Plage. Und diesmal hat es ihn sehr, sehr, sehr persönlich auch selbst getroffen. Denn sein eigener Sohn, der ja auch als Thronfolger, als Nachfolger Sohn des Sonnengottes war, ja, kam zu Tode. Keiner der Götter, die zum Schutz der Nachkommen angerufen wurden, Min, Hekt, Isis, konnten ihn und hunderttausende andere Erstgeborene retten. Und auch sein eigener Gott Re nicht. Der war schon bei der Dunkelheit bloßgestellt und jetzt nochmal erst recht. 2. Mose 11, Vers 5. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Das geschah in der Nacht. Entsetzliche Vorahnungen hatten die Ägypter, als sie merkten, dass der Pharao nicht einlenken wollte. Die wussten, es kommt was. Da drohte etwas Gewaltiges, etwas Entsetzliches, etwas Unausweichliches. Ich persönlich glaube, der Himmel war klar, die Luft war warm und dennoch waren die voller Panik. Denn sie ahnten, nein, sie wussten, es würde etwas kommen, was sie in den tiefsten Kern ihres Wesens und ihres Daseins treffen würde. Und diese Nacht, in der das geschah,
Das sollte eine wirklich ganz, ganz einzigartige, hochprophetische, extrem wichtige und für alle Ewigkeit bedeutsame Nacht werden. Nämlich die Nacht, aus der die Stämme Israels aus dem Land der Sklaverei herauszogen. Es war die Nacht ihrer Freiheit, es war die Nacht des Passahlamms. Und Gott selbst hatte Mose sehr detaillierte Anweisungen gegeben, wie sich das Volk in dieser Nacht zu verhalten hatte. Ja? Und nur das präzise Befolgen dieser von Gott gegebenen Anweisung hat dazu geführt, dass man Schutz hatte vor nämlich diesem Todesengel. Ja? Und Gott hat gesagt, 4 Tage vor diesem Termin sollt ihr bereits ein Lamm, ein fehlerloses, einjähriges, männliches Schaf oder Ziegenlamm wählen. Am 10. Abib war das. Ja? Der heutige Name dieses Monats ist Nisan, damals hieß der Abib. Ja? Gott hat gesagt, das ist der erste Monat. Und am 10. dieses Monats, dann solltet ihr euch dieses Lamm holen und solltet das prüfen. Und dieses Lamm sollte am 14., das war der Tag, wo Vollmond war, in dem Kalender, am 14. Abib, zwischen Sonnenuntergang und Einbruch der Dunkelheit, sollte das geschlachtet werden. Das Passahlamm. Und das Blut musste aufgefangen werden und das Blut musste an die Türpfosten gestrichen werden. Ja, ans Holz, an den oberen waagerechten und an die beiden senkrechten holzhölzernen Türpfosten. Ja, das Blut ans Holz. Und dann mussten die ins Haus gehen und durften nicht mehr rauskommen, weil das Blut bot Schutz. Was dann dahinter war, hinter dieser Tür, war geschützt. Wenn jemand rausgegangen ist, war er nicht geschützt. Wenn jemand das nicht gemacht hatte mit dem Blut, war er nicht geschützt. Aber wer das gemacht hatte, wer hier diese präzise Anordnung befolgt hat, der war geschützt. Ja? Das Blut bot Schutz vor der Katastrophe. Man musste im Schutzbereich des Blutes bleiben. Das wird das Thema sein vom nächsten Freitag. Ich werde mit dir über das Passa und die prophetische Bedeutung des Passa sprechen. Und das ist wirklich extrem cool. Also solltest du nicht verpassen. 2. Mose 12, Vers 13. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. So, und während die Israeliten in ihren Häusern das Mahl hielten, dieses Passamahl, dieses allererste Sedermahl, ja, kam der Tod nach Ägypten. Im Laufe dieser eine Nacht starb alle Erstgeburt an Menschen und Vieh im ganzen Land. Doch Israel blieb verschont wegen des Blutes der Passalämmer, die anstelle der Erstgeborenen gestorben waren. Ja, sie wurden von dem Todesengel verschont. Das, nämlich das Blut zu benutzen, war der entscheidende Unterschied und das sollte den Auszug in die Freiheit überhaupt erst ermöglichen. Wir lesen dann in 2. Mose 12, ab Vers 30. Da stand der Pharao nachts auf, er und alle seine Hofbeamten und alle Ägypter. Und es entstand ein großes Jammergeschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und die Ägypter bedrängten das Volk, also die Israeliten, um sie möglichst schnell aus dem Land schicken zu können. Denn sie sagten, wir sind alle sonst des Todes. Und die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Dazu hatte Jahwe dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, sodass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf. Schau, die waren etwa 400 Jahre lang in Sklaverei gewesen und jetzt wurden sie für diese Zeit bezahlt. Ja? Die Ägypter hatten Panik ums blanke Überleben. Die haben gedacht, wir geben euch alles, nur geht. Macht, dass er wegkommt. Wir nehmt, was ihr haben wollt, aber geht. Sonst sind wir hier alle des Todes und das war die Wahrheit. Ja?
Und so haben sie eben Wertgegenstände und Gold und was auch immer mitgenommen. Das waren übrigens die Sachen, aus denen sie dann später auch die Stiftshütte und die Bundeslade und so weiter gebaut haben, ne? Und hier heißt es, sie haben Ägypten ausgeplündert. Also auch da nochmal dieser wirtschaftliche Aderlass, der die Ägypter noch geschwächt hatte. Zurück blieb ein landwirtschaftlich, religiös, moralisch vollkommen demoliertes und verarmtes Land. Die Ägypter hatten alles verloren. Ihre Sicherheiten, ihren Reichtum, ihr Vertrauen in die religiöse und politische Führung, ihre Lebensgrundlage, teilweise ihr Leben. Das war die Situation mit den 10 Plagen. Und das ist keine Kindergottesdienstgeschichte. Ja, das ist echt super heftig. Und dann, wenige Tage später, kam es jetzt noch zu dem Zug durch das Rote Meer. Ja? Und wieder durch den unbändigen Zorn in diesem verstockten Herrscher ist er den Israeliten nachgejagt, ja? Wollte sie noch vernichten, aber durch diese geniale Geschichte mit der Öffnung des Meeres, wo das Volk hindurchziehen konnte und die Ägypter hinterher sind und die Fluten sie dann überwältigt haben, ist jetzt auch noch die mächtige, stolze ägyptische Armee vernichtet gewesen. Das heißt, auch militärisch war das Land jetzt auf dem Nullpunkt angekommen. Das einst so stolze und unbeugsame Land in ein paar Monaten total am Ende. Ägypten versank im Elend. Doch das Volk Gottes war frei geworden und auf dem Weg in die von Gott gegebene Bestimmung. 2. Mose 12, Vers 51. Und es geschah an eben diesem Tag. Da führte Jahwe die Söhne Israels nach ihren Heerscharen geordnet aus dem Land Ägypten heraus. Die Konfrontation mit diesen 10 Plagen ist zutiefst prophetisch und hat eine große Bedeutung für uns. Gemäß dem Neuen Testament nämlich ist diese ganze Story von dem Auszug aus Ägypten ein Bild und ein Vorbild für uns hier und heute. Das ist nicht eine Geschichte aus längst vergangener Zeit, was weiß ich, 3.500 Jahre her oder was, ja, die heute keine Relevanz mehr für uns hat. Nein, das ist etwas, was direkt unmittelbar zu uns Gläubigen im neuen Bund spricht, als Christen, und mit dem wir uns beschäftigen sollten. Denn wir stehen in genau den gleichen Gefahren, in den gleichen Versuchungen und in den gleichen Fallen, wie sie damals die Israeliten gegenüberstanden. Wir stehen genau dem gleichen halsstarrigen System gegenüber, was uns unterjochen will, was uns unsere Freiheit rauben will. Ja? Und das findest du in 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, Vers 6 heißt es, als Paulus davon schreibt, eben über den Auszug aus Ägypten, Wüstenwanderung und so weiter, da schreibt er: Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Da steht's, mitten im Neuen Testament. Ein paar Verse weiter, 1. Korinther 10, Vers 11. All dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das finde ich sehr bemerkenswert. Das Ende der Zeitalter, wenn das gekommen ist, geht es um diese Story, um dieses Herauslösen des Volkes Gottes aus dem System der Welt. Am Ende der Zeit wird das Volk Gottes wieder rausgerissen aus dem total versauten Weltsystem. Ich halte das für eine super wichtige Aussage hier, 1. Korinther 10. Ja, das ist eine Warnung und das ist eine Ermahnung für uns. Am Ende des Zeitalters, ich bin sicher, dass wir uns da befinden, ja, ist es notwendig, dass wir uns genau damit beschäftigen, mit der Situation. Ja, und deshalb haben wir uns das gerade so genau angesehen. Ne? Warum? Weil im Grunde genommen die Story von den Israeliten sehr ähnlich von unserer Story ist. Ja? Weil ihre Siege unsere Siege sein können und ihre Niederlagen können unsere Niederlagen sein. Ja? Weil ihre Fehlentscheidungen auch uns drohen. Und deshalb sollen wir uns dessen bewusst sein und uns damit beschäftigen. Gott ruft, da bin ich absolut überzeugt, auch heute,
überall auf der ganzen Welt sein Volk heraus aus dem zusammenbrechenden System, dem Weltsystem, dem satanischen Weltsystem, ja, der gefallenen Welt, dieser Welt, die voll Ungerechtigkeit ist, voll Niedertracht ist, voll Perversion ist, voll Mord, voll Sklaverei, voll Stolz, voll Manipulation, voll Ausbeutung, voll Betrug, Lüge, Missbrauch, Unterdrückung und so weiter und so weiter. Ja? Auch heute geht es um das Herauskommen, herausgelöst werden, um das Freiwerden der Söhne und Töchter Gottes. Das ist nach meinem Verständnis das große endzeitliche Szenario, in dem wir uns befinden. Die endzeitlichen Katastrophen, Kriege, Umwälzungen, Erschütterungen, von denen auch Jesus gesprochen hat, sind genau wie diese Plagen, wie diese 10 Plagen, das, was notwendig ist, damit die Kinder Gottes rauskommen aus dem Weltsystem und in die Freiheit hineinkommen. Ja? Und ich glaube nicht, dass wir diesen Prozess abkürzen können oder umgehen können oder überspringen können. Ja? Denn das System der gefallenen Welt, von satanischen Kräften gesteuert, wird keinen freiwillig ziehen lassen. Ja, es geht um ewige Verdammnis oder ewiges Leben. Ne? Die Finsternis wird niemanden ziehen lassen, der zum Licht will. Da ist um jede einzelne Seele ist ein Kampf. Ne? Alles versucht, diejenigen, die zu Gott kommen wollen, irgendwie festzuhalten und zurückzuziehen. Es geht um ewiges Leben, ewigen Tod. Und deshalb kommt diese gewaltige geistliche Konfrontation zustande, auch heute. Ja? Heraus aus Ägypten. Hinein in das Reich Gottes. Diese heftig geführte Konfrontation ist für uns alle, die wir jetzt am Ende des Zeitalters leben, natürlich ein schwieriger Prozess. Das ist keine nette, angenehme Sonntagnachmittagsstory. Ja? Denn wir leben ja alle irgendwie auch in dieser Welt. Es ist ja unser gewohntes Umfeld, unser Lebensbereich. Es ist unser Ägypten, wo wir uns vielleicht auch ganz nett eingerichtet haben. Es ist uns vielleicht lieb geworden. Gibt uns Orientierung, gibt uns Halt. Ja? Gibt uns auch einen gesellschaftlich akzeptierten Rahmen, ja, in dem wir uns bewegen können, was geht und was nicht geht und so weiter. Wir alle sind eingebettet in das System. Und ich glaube, dass die meisten Christen überhaupt gar nicht realisieren, wie böse, wie ungut, wie abgefallen, wie niederträchtig das System überhaupt ist. Ja? In den Augen Gottes. Wie widergöttlich, wie wenig es seinen Vorgaben, seiner Gerechtigkeit, seinen Wünschen entspricht. Man braucht sich nur umzuschauen. Dann sieht man das überall. Gerade in Deutschland leben, oder vielleicht sollte ich besser sagen, lebten wir in einer außergewöhnlich sicheren und komfortablen Situation, die weit über das normale Maß hinausgegangen ist, was Menschen so auf dem Globus haben. Ja? Was so das Lebensniveau, die Lebensqualität von Menschen überall auf dem Globus ist. Die meisten leben weitaus schlechter als wir. Wir haben über Südafrika gesprochen eingangs, ja. Wir sind bei Licht besehen, gehören wir zu den Privilegierten. Man sagt ja, die Deutschen gehören zu den 2% der reichsten Menschen auf der Welt. Ja? Wir gehören irgendwie zu den Privilegierten des Systems. Kann natürlich sein, dass das uns deshalb noch mehr schmerzt, wenn das System kollabiert. Und da ist genau der Punkt, wo Gott sagt, hey, ich möchte euch jetzt rausholen. Kommt in was Neues, kommt in was Ungekanntes. Wagt es mit mir rauszugehen aus dem Weltsystem, hinein in das, was für mich wichtig ist. Und lass das, was dir so unverzichtbar und wichtig bis jetzt gewesen ist, lass es hinter dir. Es ist nur Ägypten. Gerade heute fiel mir da was Interessantes ein. In Ägypten, gerade jetzt, seit 2 Tagen, steckt ja dieses Schiff fest. Ja, dieser gigantische 400 Meter lange, 220.000 Tonnen schwere Kahn, ja, der im Suezkanal sich da quergelegt hat. Das Schiff von Evergreen. Ja, er blockiert einen extrem wichtigen Teil des Welthandels, und zwar gerade für Europa.
Die ersten Meldungen kommen schon, dass hier also dramatische Zustände auf uns warten, ja, weil die Bergungsfirmen sagen, es wird Wochen dauern, bis sie den Kahn wieder freikriegen. Ja, man redet davon, dass man da die Container erstmal abladen muss und so weiter. Also das ist eine riesige Geschichte. Ja. Was ich da feststelle ist, dass in Ägypten, gerade zu diesem Zeitpunkt, irgendwie schon interessant, ne? Und wir sind irgendwie betroffen. Was ist das? Eine Erschütterung. Eine massive Erschütterung. Und dann hat das Schiff ja auch einen sonderbaren Namen. Ever Given. Ever Given. Ja? Also immer gegeben. Und da habe ich mal in der Bibel geguckt, wo sowas vorkommt. 2. Chronik 20, Vers 7. Bist du nicht unser Gott, der dieses Land, also Kanaan, der Nachkommenschaft Abrahams gegeben hat für immer? Für immer gegeben. Das verheißene Land. Nach dem Auszug aus Ägypten. Ich meine, ich will das jetzt nicht hier überstressen, aber interessant fand ich das schon. Es geht um den Auszug ins verheißene Land. Morgen, bei Sonnenuntergang, beginnt Passa. Morgen Abend oder morgen die Nacht ist genau diese Nacht, wo das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten denkt. Wo sie genau diese Situation gedenken. Den Tod der Erstgeburt und diesen endgültigen Schlag, diesen endgültigen Showdown, der sie in die Freiheit gebracht hat. Ja, das, die Nacht des Auszugs, die Nacht des Passalams am 27.03. Und diese Passa-Zeit geht bis zum 4.04. Und der 4.04. ist bei uns der Ostersonntag. Es ist der Tag der Auferstehung, der Tag der absoluten Freiheit. Einfach nur interessant, wie das in diesem Jahr so zusammenfällt. Ja? Danach, nach dem 4.04., sage ich mal, kam für das Israel der Zug durch das Rote Meer und dann die Vernichtung des Heeres der Ägypter. Und damit war Ägypten erledigt, es war hinter ihnen. Ägypten war Geschichte. Ja, die Sache lief nicht ganz gut weiter aufgrund von ihrem Unglauben und ihrem Murren erstmal. Aber Ägypten hat nicht mehr nach ihnen greifen können. Die Götter Ägyptens hatten keine Macht mehr. Ägypten war erledigt. Sie hatten Ägypten endgültig verlassen. Ich finde es so interessant, dass gerade jetzt, wie gesagt, morgen Abend ist Passa, die ganze Welt nach Ägypten schaut. Weil da sich was quergestellt hat. Und die Lieferketten der Welt erschüttert. Nur mal so ein Gedanke. Für mich ist diese ganze Beschäftigung mit diesen Plagen Ägyptens ein echtes endzeitliches Zeichen. Schau in beispielsweise Matthäus 24, da liest du, wie Jesus von den Dingen spricht, die kommen. Und da sind ja Katastrophen, das sind ja fürchterliche Dinge, Kriege und sonst was, die über die Welt kommen. Und das ist im Grunde genommen das Gleiche. Das Weltsystem, was verloren ist, was böse ist. Die Bibel spricht davon, dass Satan der Herr der Welt ist, der König der Welt ist, sogar, dass er der Gott der Welt ist. Ja, dieses böse Weltsystem wird zerstört werden. Und dann wird das tausendjährige Reich kommen, was der Herr vorbereitet hat. Und dazu, zu dieser Zerstörung des Systems gehört es, dass diese Katastrophen kommen, diese Plagen kommen. Wie damals bei dem Volk Gottes, was aus Ägypten raus musste. Das gleiche Szenario haben wir hier. Gott will Millionen und Millionen und Millionen Leute rausholen aus dem zugrunde gehenden, zusammenbrechenden Weltsystem hinein in sein Reich. Damit die Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und jetzt möchte ich dir etwas weitergeben, was für mich sehr besonders ist. Ein prophetisches Wort, was ich vor einigen Tagen, knapp 3 Wochen erhalten habe. Genau exakt zu diesem Thema. Und was mich auch mitbewogen hat, überhaupt über dieses Thema zu sprechen. Ein Wort, was ich empfangen habe wie so ein prophetisches Diktat. Und für mich ein Wort Gottes. Du musst das natürlich selber prüfen für dich. Das hat jeder Christ die Verantwortung dazu. Aber ich lade dich ein, einfach mal zuzuhören, was ich hier glaube, was Gott zu dieser Situation gesagt hat.
Prophetisches Wort vom 7.3.21. Um mein Volk aus Ägypten herausholen zu können, musste das System Ägypten fallen. Es musste in die Knie gezwungen werden. Es musste bloßgestellt werden. Es war eine zutiefst satanische Ordnung mit einer großen Fülle von starken dämonischen Strukturen, die dazu führte, dass mein Volk über Jahrhunderte gebunden und versklavt war. Mein Volk, das Volk, über dem mein Name genannt ist, die Söhne und Töchter von Abraham, Isaak und Jakob waren Sklaven. Dies war nur durch ein starkes dämonisches System möglich. Ein System, das unbarmherzig und gnadenlos war. Ägypten. Dieses Ägypten gibt es heute. Es ist das System dieser Welt. Von dem unbarmherzigen Sklaventreiber Satan geführt und mit dämonischen Strukturen die Menschheit bindend und auch mein Volk bindend. Doch wie ich damals das System Ägypten in die Knie zwang, durch gewaltige Krafterweise und meinen ausgestreckten Arm, wird es auch jetzt sein. Das geistliche Ägypten, das mein Volk in Sklaverei hält, wird fallen. Götzen, die von meinem Volk ebenso verehrt werden wie von der Welt, werden fallen. Götzen wie Wohlstand, wie Gesundheit, wie die Versorgungssysteme der Welt, Götzen wie Anerkennung durch Arbeit, Erspartes, Lebensstandard, falsche Sicherheit. Das System wird massiv erschüttert werden und in die Knie gehen. Dies alles ist etwas, wo mein Volk das Haupt erheben soll und nicht weinen und klagen soll. Das, was fällt, ist nichts, was in der Ewigkeit wiedergefunden werden wird. Das, was fällt, ist nichts, was in meinen Augen Bestand hat, Wert hat. Das, was fällt, ist nichts, wofür das kostbare Blut Jesu vergossen worden ist, sondern es ist nur das verdorbene System dieser Welt. So viele Christen glauben nicht, dass es fallen wird. Sie glauben nicht, dass es zutiefst verdorben ist. Doch es wird Offenbarung geben, dass, wie ich bereits gesagt habe, den Menschen die Ohren gellen werden, wenn sie das hören werden. Sie werden hören, wie verdorben, wie korrupt, wie dekadent, wie satanisch das System ist. Menschenverachtend, zutiefst widergöttlich. Mit jeder einzelnen Plage wurden die Ägypter damals komplett erschüttert. Ihr Wohlstand wurde erschüttert, ihr Glaube wurde erschüttert, ihre Sicherheiten wurden erschüttert, ihre militärische Kraft wurde erschüttert, ihr Reichtum wurde erschüttert, ihr Stolz wurde erschüttert, ihre Selbstsicherheit wurde erschüttert, ihre Kraft wurde erschüttert, ihr politisches und religiöses System wurde erschüttert, ihre falschen Götter wurden erschüttert. Letztlich blieb nichts, was nicht erschüttert worden ist. Zurück blieb ein Land, das komplett seiner Grundfesten und seiner Strukturen beraubt war. Es war ein Land, das erschüttert war. Das, was momentan beginnt, über den Erdball zu gehen, sind genau diese Art von Erschütterungen. Doch die Erschütterungen treffen nur das System. Viel wichtiger ist, dass sie gleichzeitig Freiheit bringen und den Aufbruch ins verheißene Land. Sie bringen das, was mir wichtig ist, was Ewigkeitswert hat. Die Systeme dieser Welt werden kollabieren, immer mehr. Doch mein Volk wird aufstehen. Menschen werden komplett desillusioniert sein. Sie werden kein Vertrauen mehr haben in das, was ihnen zuvor so vertrauenswürdig, so sicher, so unerschütterlich galt. Etwas, worauf sie ihr Leben gebaut hatten, ohne darüber nachzudenken. Nachdem mein Volk frei geworden war, begegnete es mir, sah meine Herrlichkeit, sah mein Feuer.
Doch anders als im alten Bund ist im neuen Bund mein Volk in der Lage, durch das Blut Jesu und das, was er getan hat, mein Feuer, meine Herrlichkeit, meine Gegenwart zu ertragen, ja sogar zu genießen. Mein Volk wird vorwärts gehen in meiner Gegenwart, in meiner Kraft, mit gewaltigen Zeichen und Wundern. Die Welt wird ihnen nicht widerstehen können. Die Welt liegt hinter ihnen. Amen.